Hallo und herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Runde Yandere Simulator. Und wir spielen noch mit dem Bild, glaube ich, von vor einer Woche. Also wir haben neuerdings die Wege hierzu bekommen mit den Kirschblütenbäumen. Und wir haben uns für heute vorgenommen, dass wir den Okkultclub besuchen werden und dort versuchen, einen Dämon zu beschwören. Und ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gelesen, wie ich das diesmal hinbekomme. Wir hatten letztes Mal den Einfall, oder vor den letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr exakt welche es war, aber wir wollten es so gestalten, dass wir die Arme von einer Person absägen und sie ihm irgendwie dann als Opfergabe hinlegen. Und die Idee war auch gar nicht so verkehrt, wie ich nachgelesen habe. Wir hatten schon die richtige Idee, indem wir gesagt haben, wir schneiden Leuten die Arme ab. Nur müssen wir vorher noch was anderes machen. Wir müssen ihn zuerst interviewen, also wir müssen den Dämon zuerst einmal befragen, was er denn von uns möchte, und danach erst können wir ihm seine Opfergabe beibringen. Und wir versuchen uns jetzt erst einmal wieder hier so ein bisschen die Beliebtheit anzueignen. Danach brauchen wir erstmal irgendjemanden, um uns Zugang zu verschaffen. So, du folgst uns jetzt mal bitte. Und das Ganze könnten wir so machen, dass wir dich auch relativ schnell eigentlich wieder beseitigen können. Du könntest uns direkt mal hinten zur Verbrennungsanlage folgen. Ich glaube, da werden wir dich relativ schnell wieder los. Und so, wir müssen uns bereits schon hier hinten befinden. Genau, okay, war ein bisschen falsch. Okay, wir müssen noch dahinter laufen. Das sollte aber jetzt kein Problem darstellen. So, jetzt rennen wir gerade mal schnell hin. Zack, 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 zack. FPS Einbruch hoch 10. So, wo bleibst du, Mädchen? Du müsstest doch eigentlich genauso schnell rennen wie ich. Ich finde, es ist sehr schön gemacht hier auf jeden Fall. Also die Bäume, die Baumallee sieht gut aus. Auch das Bewegungsbild der anderen Schülerin hat sich geändert, sondern sie laufen jetzt auch auf dem Weg entlang und nicht mehr irgendwie querbeet. Und zack, so, dich brauchen wir einmal in den Kopf rein. Immer in den Kopf. So, und wir müssen dich, glaube ich, aufheben und einmal kurz entsorgen. Guck mal, so könnten wir doch eigentlich auch einen Panty-Shot machen. Wir bräuchten nur jemanden, der sie hochhält, während wir das Foto machen. So, rein mit dir. Jetzt haben wir natürlich unsere blutigen Klamotten hier. Ich hoffe einfach nur, dass wir... Alles klar, ihr wart doch eben noch nicht da. Wollt ihr mich verarschen? Man hat euch überhaupt nicht gesehen. Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ihr euch jetzt ganz langsam und heimlich hier aufgestellt habt. Ihr seid schon echt strange. Das erinnert mich immer... Die Typen, die sehen so Hillbilly-mäßig aus. Boah. Naja, lassen wir sie erstmal allein da rumhocken. Und jetzt müssen wir in den Okkult-Club... In der Hoffnung, dass uns aber dabei niemand sieht. Hier sind wir schon beim Cooking Club. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal in der richtigen... Oh. Wie sieht es eigentlich aus? Okay, okay, okay. Wir sind auf jeden Fall auffällig. Wir sind auf jeden Fall auffällig. Alles klar, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir keine andere Wahl haben, weil uns die Affen direkt wieder anglotzen, wie der letzte Mensch auf Erden, nur weil wir ein bisschen rote Farbe auf unseren Klamotten haben. Immerhin gehören wir ja auch zum Art Club, vielleicht. Wäre ja eine Möglichkeit. So, wir ziehen uns einfach mal aus. So, genau. Schmeiß es einfach auf den Boden. Macht ja nichts. Hier in dem im Bad möchte ich gerne noch rausfinden, wie wir Kukuna umbringen. Sie geht ja immerhin hier ins Bad, um sich von Blut zu befreien. Jetzt habe ich aber hier auch keinen Stromanschluss, habe ich gesehen. Meine Idee wäre, das habe ich glaube schon mal gesagt, wir füllen Essig, ja, wir füllen irgendeine Säure hier rein, dass sie in Säure badet auf einmal und bringen sie um. Eine andere Idee ist natürlich, überall wo Wasser ist, können wir auch normalerweise mit Strom Leute umbringen. Ich habe aber keine Steckdose gesehen, das heißt, ich wüsste nicht, wo ich ein elektrisches Gerät herhole oder wo ich gegebenenfalls dann das Gerät auch anschließen könnte. Wir könnten natürlich versuchen, irgendwas Batteriebetriebenes reinzuschmeißen, aber ich glaube, das ist nicht so vorgesehen. Das heißt, diese elektrische Kreissäge, die normalerweise ja mit Batterie betrieben werden müsste, würde, glaube ich, nicht funktionieren. So, jetzt nehmen wir noch kurz das Messer und wir setzen es nochmal rein. Genau, und damit hilften wir den ersten Schritt schon so gut wie getan haben. Wir müssen jetzt nämlich hier wieder mit dem... Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir alleine hier. Mit dem Armlosen sprechen. So, dich müssen wir mal kurz anquatschen. Wir kennen ja eigentlich, was du immer zu erzählen hast. Ja, ja, du willst Vergeltung. Man hat dir die Arme abgeschnitten. Und das wäre dann nämlich auch der schon der nächste... Boah, das dauert ja echt langsam. Kann man dich nicht so ein bisschen schneller machen? Du erzählst echt langsam. So, dann gehen wir wieder zurück und wir müssen jetzt nämlich uns ein paar Leute rufen und sie von ihren Armen entledigen. Und das Ganze könnten wir doch eigentlich so machen, indem wir in den Gartenclub joinen und dann entsprechend uns die Kreissäge schnappen.
Oder würde es auffallen? Ich glaube, es würde nämlich auffallen, wenn wir nicht dem Gartenclub joinen und mit der Kreissäge einfach rumrennen. Das würden die Leute nicht so cool finden. Ihnen ist es aber auch vollkommen egal, dass daneben so eine riesengroße Blutlache ist, Fußspuren aus Blut hier neben und der Ofen komischerweise an ist um die Uhrzeit. Normalerweise ist er wahrscheinlich nie an, aber jetzt auf einmal ist er an und es ist überhaupt nicht auffällig. Ich weiß gar nicht, ob wir im Okkultclub sein müssen, um sie zu beschwören. Aber wir müssen ja auf jeden Fall im Gartenclub sein, um an die Kreissäge zu kommen. Komm, wir versuchen es einfach mal. Ich hoffe, dass ich nicht wieder verkacken werde. Ich kenne es ja irgendwie von mir. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Blume im Haar. So, gehen jetzt mal hier rein. Wir brauchen die Kreissäge, Kreissäge, Kreissäge. Da bist du. So, danke. So, und jetzt bräuchten wir 5 Personen. Wir brauchen 10 Arme, um. Ja, ihr bemerkt mich gar nicht. Und es ist auch. Was? Ah, ist das neu? War das schon immer so? Sobald wir also mit einer Waffe in ihre Nähe kommen, machen sie sich direkt bereit. Boah, das müssen wir nachher auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich jetzt fallen lasse. Was ist jetzt? Sie sind immer noch getriggert. Okay, jetzt gehe ich mal weg. Jetzt gehen sie wieder in ihre Position. Jetzt nähere ich mich wieder. Jetzt finden sie mich nicht interessant. Ah, okay, ich kann sie triggern. Ich kann sie triggern, indem ich irgendeine Waffe in die Hand nehme. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es mit jeder Waffe funktioniert. So, und sobald, guck, gehen sie sofort in Position. Das könnten wir irgendwann nochmal nutzen. Aber ich glaube, sie hauen uns ja einfach nur die Rübe ab. Ich glaube, wir haben gar keine Möglichkeit, uns da großartig zu wehren. Ich muss jetzt mal gucken. Hier hinten muss ich ja die Arme reinlegen. Und wir haben auf jeden Fall ja schon rausgefunden, dass es den Mitgliedern vollkommen Schnuppe ist, wenn ich mit Gliedmaßen hier durch die Gegend renne. So, das heißt, wir haben hier jetzt auf jeden Fall schon mal Drama Club. Kriege ich da irgendeine Waffe her? Komm, davon kann ich ja bestimmt. Das ist doch bestimmt eine Waffe. Damit kann ich ja bestimmt irgendjemanden eins über die Rübe ziehen. Dann nehmen wir das nämlich. Ach, das ist für euch schon visibly armed? Ernsthaft? Damit könnt ihr schon erkennen, dass ich eine Waffe bei mir trage. Es ist ein verdammter riesengroßer Schlüssel. Das ist doch keine Waffe. Okay, hier ist keiner. Dann nehmen wir uns mal kurz das Messer. So, einmal verstecken. Und uns ist es ja eh vollkommen egal, ob wir danach gefunden werden oder nicht. Und wir haben wieder unsere Standardopfer, würde ich sie jetzt mal nennen. Ich glaube, das warst du. Du hast den scheiß Charakter, oder? Bist das nicht du? Doch, ich glaube, du hast den miesen Charakter. Gut, dann nehmen wir dich einmal. Du folgst uns bitte. Ja, komm, mach hin. Ihr seht das Bild. Ihr seht das Bild ganz normal. Okay, ich habe nämlich heute mal eine andere Bildschirmgröße gewählt am Anfang, wie ich sie hier vorhanden habe. Nein, eigentlich habe ich genau dieselbe gewählt. Aber komischerweise wird es mir so angezeigt, dass ich oben und unten einen riesengroßen Abstand habe, aber er ist nicht schwarz, wie man es kennt von Kinoleinwänden oder ähnlichem. Hallo? Ah, da. Sondern ich habe Kirschblüten im Hintergrund. Sieht echt strange aus. Sieht aus wie ein Stand. Es ist ein Standbild, sehe ich gerade. Sag mal, bist du zu blöd, um hier reinzukommen? So, bitte mal ganz hier reinkommen. Und zack! Ja! Zack, ins Gesicht! So, jetzt müssen wir. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Wir könnten den nächsten hier rein. Aber ich glaube, wenn wir den nächsten hier reinziehen, würde er direkt die Leiche sehen und wird vollkommen ausrasten. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal deine Dismember. So, wir entfernen dir jetzt gerade mal deine Gliedmaßen, denn die brauchen wir. Oh, wir fangen schon an, ein bisschen hin und her zu zucken. So, okay, alles klar. So, wir brauchen deine Arme. So, ein Arm. Die müssten wir doch irgendwie separat legen, oder? Wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben 7:51 Uhr. Leute müssen so langsam in ihre Räume gehen. Verdammt, wie machen wir denn das jetzt? Ah, der Raum ist leer. Alles klar, super. So, ein Arm. So, noch ein Arm. Arm, Arm, Arm. Hier ist ein Arm. So, 2 Arme. Dann sammeln wir die doch einfach mal hier drin. So, 2 Arme. So, machen wir die Tür zu oder stechen wir dem Nächsten einfach in den Kopf? Komm, versuchen es einfach. Nee, der folgt uns doch nicht. Müssen wir jetzt nackig hier rumrennen? Wie kriegen wir denn mehrere Leute umgebracht? Indem wir warten, bis mehrere Leute an einer derselben Stelle sind und dann bringen wir sie alle nacheinander um? Funktioniert das? Würde mich ja echt mal interessieren. Das heißt, wir könnten uns jetzt mal gucken, ob wir die Leute irgendwie geforscht bekommen, wo exakt jetzt noch 4 Leute zusammensitzen. Problem ist, wir dürfen jetzt nicht in die Schule gehen.
in die Klasse gehen. Denn wenn wir in die Klasse gehen, wird die Leiche gefunden und wir sind direkt am Arsch. Vor allem liegen hier eh überall unsere Klamotten rum. Wir ziehen uns mal kurz unseren Badeanzug an. So, und jetzt brauchen wir jemanden. Wir haben die Waffe noch, ja. Jetzt brauchen wir eine kleine Gruppe von 4 Personen, die irgendwo gemeinsam rumsteht. Wir haben hinten unsere Schlägergruppe, die werden wir aber... total unauffällig. Die werden wir aber natürlich nicht... Oh. Oh, eben teilen sie sich auf, denn sie gehen jetzt zum Unterricht. Wir dürfen den Unterricht nicht besuchen. Was machen wir denn jetzt? Was ist, wenn wir die Zeit vorspulen? Wäre das eine Möglichkeit? Ich glaube, wenn wir jetzt nach und nach die Leute einfach abmetzeln, würde uns das auch nicht viel bringen. Und in der Klasse ist immer jeweils ein Lehrer mit dabei. Das würde auch nicht funktionieren. Springen wir einfach in der Zeit? Komm, wir versuchen es auf jeden Fall mal. Wir versuchen mal in der Zeit zu springen. Und zwar auf... ich habe die Zeit leider gar nicht im Überblick. Was ist denn, wenn wir das 3 Stunden mal vorspulen? Okay, du willst mir jetzt bitte nicht erzählen, dass dieses Zeitüberspringen jetzt so ist, dass wir hier jetzt nur behindert rumstehen. Nein, bitte hör auf. Du willst mir jetzt erzählen, dass wir jetzt 3 Stunden lang hier mit 3 FPS rumstehen. Okay, 1 Stunde. Dann die 2. Stunde. Okay, auf jeden Fall, in letzter Zeit kamen keine andere Folgen von mir. Weil ich nicht einfach täglich hier rumrennen will und will nur probieren. Wir können zum Beispiel noch kein Essen vergiften, was ich mit Rattengift gerne ausprobiert hätte. Ich habe es offline mal versucht, mir das Rattengift zu schnappen und einfach mal in der Küche rumzuwerkeln. Es funktioniert anscheinend momentan einfach noch nicht. Ich hatte mir nicht am Anfang gedacht, man kann hier ganz viel ausprobieren, ganz viel mit den einzelnen Gegenständen ausprobieren und es auch hinbekommen. Aber das Problem ist einfach, das Ganze ist in einer Entwicklungsstufe, die es einem Gegenstände ermöglicht aufzuheben, diese aber nicht zu nutzen. Deswegen gucke ich dann immer mal wieder, was sich Neues getan hat und spiele technisch her. Von der Technik hier hat sich jetzt in den letzten Wochen, so wie ich es mitbekommen habe, keine Gegenstände so verändert, dass man sie jetzt exakt besser einsetzen kann. Deswegen möchte ich immer wieder im Internet gucken oder ich werde im Internet gucken, was sich getan hat. Und Sachen, die mir dann interessant vorkommen, werde ich definitiv dann nehmen und werde sie mal ausprobieren. So wie jetzt zum Beispiel hier dieses Beschwören. Ich weiß, es ist ein altes Ding. Normalerweise kennen schon sehr viele Leute und ich denke mal, die Leute, die die Folgen hier sehen, werden es auch schon kennen. Aber es ist was Neues für mich und ich werde es ausprobieren. Und deswegen werden die Folgen nicht regelmäßig kommen, sondern immer wieder dann, wenn ich empfinde, dass es interessant ist. Und jetzt müssen wir... Sag mal, was ist mit dir los? Versuchst du gerade in die Umkleide zu gehen oder... ich bin auf der anderen Seite. Was möchtest du mir sagen? Oh, jetzt kommt er auch noch hier rein. Hallo, ich bin hier drin. Was ist mit dir los? Hallo, ich zieh mich hier... Oh, okay, alles klar. Es ging zwar schnell, aber deswegen muss es nicht unbedingt schlecht gewesen sein. okay, wir brauchen jetzt irgendwelche... Ihn können wir ja nicht nehmen, weil wir das Problem haben, dass der uns einfach auf die Fresse haut. Ist ja so. Diese Mitglieder, diese krassen Martial Arts Mitglieder, die hauen uns einfach so auf die Schnüss, dass wir da gar keine Schnitte haben, auch mit Messer in der Hand. Und deswegen brauchen wir jetzt irgendjemanden, irgendeine Vierergruppe, da ist er wieder mit seinem Stierband, die uns als Opfer dienen. So, hier unten sind wir ja im Cooking Club, genau, exakt. Was geht denn momentan auf dem Innenhof ab? Okay, gar nichts. Sag mal, wo sind denn die Leute hin? Die sind doch nicht in der Klasse. Ihr wollt mich doch jetzt auf den Arm nehmen, oder? Ich kenne die Abläufe hier anscheinend noch nicht so gut. Was ist mit dir los? Warum sitzt du allein in der Klasse? Ach, wir können mit dir... Oh, was ist jetzt los? Ach so, wir sind im Unterricht? Zucken wir? Wir zucken doch gar nicht. Warum sind wir so auffällig für die Lehrerin? Was ist hier? Sie sieht uns auch. Okay, irgendwas haben wir an uns, dass die Lehrer direkt schon wieder bemerken. Und ich denke, dass wenn wir jetzt in unsere Klasse gehen, dass unsere Lehrerin genauso strange auf uns reagiert. Nee, unsere nicht. Aber wenn ich jetzt in die Klasse gehe, ist für mich jetzt die Frage, wird die Leiche gefunden? Da liegen Arme im Weg.
Kannst du mir nicht erzählen, dass den Lehrern Arme, die einfach so im Flur liegen, vollkommen scheißegal sind? Komm, einmal machen wir noch. Eine Stunde warten wir noch ab. Und dann schauen wir mal, ob sie die Klasse schon verlassen. Wie sie die ganze Zeit auf ihr Handy gafft. Die gafft jetzt eine Stunde lang auf ihr Handy. Was hat sie denn da eigentlich? Einen weißen Bildschirm ist sehr interessant. Mach ich auch ab und zu einfach mal so eine Stunde lang so. Oh, weißer Bildschirm. So, genau. Und ja, wie gesagt, deswegen wird es die Folgen immer mal wieder geben, wenn ich was Neues sehe und was Interessantes sehe. Ein Ding habe ich noch im Köpfchen, was ich auf jeden Fall gleich nochmal ausprobieren will. Oh, wann ist denn hier die Stunde rum? Sag mal, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ihr müsst doch bald schon wieder anfangen zu kochen, ihr kleinen Äffchen. Und so, dann gucken wir einfach, glotzen wir einfach nochmal eine Stunde aufs Handy. Und eine Sache habe ich noch im Hinterkopf, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Und wo ich eigentlich auch der Meinung bin, dass sie schon funktionieren müsste, weil ich schon auf der Yandere-Dev-Seite ein oder das andere Detail davon lesen konnte. Und deswegen werde ich das nochmal ausprobieren. Was ich nicht machen werde, ist den Matchmaking. Der kommt erst wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt. Denn ich bin momentan noch auf der Suche nach einem... Jetzt ist die Frage, können wir nicht einfach den Cooking Club nehmen? Die Leute da dürften sich doch eigentlich alle nicht wehren können. Und wir können die Tür zumachen. Und wenn die Tür zu ist, könnte uns keiner zufälligerweise überraschen. Was für ein Tag haben wir denn heute? Wir haben Montag gehabt, oder? Das heißt, montags macht sie ja die Octodogs. Und die Octodogs macht sie um 13.50 Uhr? War das richtig? Oder nee, um 3.50 Uhr. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, Leute zu finden. So, da oben läuft jemand rum. Kann ja nicht so schwer sein, hier Leute zu finden. Na, also, da haben wir doch welche. So, euch folgen wir jetzt erstmal. Du bist auf jeden Fall Mitglied des Okkultclubs. Oh, was ist denn hier los? Sag mal, geht ihr schon wieder in den Unterricht? Wollt ihr mich denn auf den Arm nehmen? Okay, nee, diesmal warte ich nicht. Definitiv nicht. Ich mache nicht hier die ganze Zeit mich zum Affen, indem ich hier auf die Uhr nur gaffe. So, ich gehe jetzt einfach mal hier in den Unterricht, mal gucken, was passiert. Ich habe einfach keinen Bock mehr jetzt darauf zu warten. So, wir machen mal hier. Genau, zack. Und die Lehrer haben eine Leiche gefunden. Nee, doch nicht. Oh, wir können ganz normal weitermachen. Cool. Okay, damit haben wir 13.30 Uhr und damit können wir jetzt auf jeden Fall zum Kochclub gehen und die Leute überraschen. Ich bin der Frage, kann ich die Leute vom Stuhl abmetzeln? Geht das? Ich weiß es gar nicht. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwo hier hinter. Und der Cooking Club ist... Oh, logisch wieder in dem Flur, in dem ich natürlich nicht hingelaufen bin. Hier hinten. So, genau, der Cooking Club. So, ab hier rein. Und mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Das ging, glaube ich, so. Genau, und jetzt sind es ja nur noch wenige Minuten. Wenn die FPS-Zahl mal etwas nach oben gehen würde, könnte man das wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser verfolgen. Hallo? Hallo? Nein! So, jetzt sind wir wieder normal. Okay. Meine Fresse, was ist denn hier los? Also, es ist zum Schluss sagen, dieser Bild, der momentan noch hier draußen ist von Yandere Simulator, ist noch ganz schön unstabil. Also gerade was die FPS-Zahl angeht, obwohl sie ja schon die Außengebäude, ist jetzt natürlich egal, dass wir uns hier drin befinden, läuft das Spiel einfach brutal unflüssig. Also der Rechner, den ich hier vor mir stehen habe, ist jetzt normalerweise von der Ausstattung her nicht so, dass er bei diesem Spiel Probleme haben sollte. Und sobald ich die Qualität etwas, auch nur ein Ticken nach oben schraube, ich bin jetzt momentan auf Quality Good oder sowas ähnliches. Kackt einfach alles ab. Es kackt einfach die ganzen FPS-Zahlen. Wir laufen hier mit schnittlich 20 bis 30 FPS rum. Normalerweise müssten wir hier aus meiner Sicht locker mal bei 40, 50 FPS angelangt sein. Naja, es wird sich vielleicht noch ein bisschen was tun. Und das Ganze wird ja noch offensichtlich weiterentwickeln von dem ganzen Team. So, wir warten jetzt noch auf... warte mal, eine haben wir weggenommen. Eine, dann haben wir... Warten wir jetzt im Endeffekt ja nur noch auf... Kokona. Und da, wir schließen hier schon mal die Tür. Oh, und da ist sie auch schon. Schließen hier die Tür. Warten, dass sie hier reinkommt. Meine Fresse, was ist denn hier los? Hey, du hast die Tür wieder aufgemacht. Sag mal, wir haben hier zwei Türen. Was meinst du, warum sie eine da ist? So, und die Tür ist auch zu. Und jetzt langsam anschleichen. Zack. Ah! Das hat keiner mitbekommen. Nein, fuck. Okay, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da ins Getummel. Zwei. Drei. Nein. Fuck,
Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Komm her. Na, nein, stech zu. Ja, ja, ja. Okay, so, alles klar. So, dann brauchen wir dich. Hey, komm, komm, komm her. Pick up. Genau. Okay, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit. Und wir dürfen wahrscheinlich keine Lehrerin begegnen. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir nicht lang. Wir müssen da hinten in den... Ach, dammit, was... Steht denn der jetzt da rum? Okay. Hier rüber? Stopp, nein, wir machen es anders. Waffe in die Hand. Okay, Okkultclub. Kein Problem, wir müssen nämlich hier rein. Wir nehmen jetzt einfach die Kreissäge. Da nehmen wir sie. Komm. Zack. Okay. Und jetzt werden wir uns einfach mal die Arme vornehmen. So, ihn hier wollten wir auseinandernehmen. So, schnell. Wir müssen jetzt die einzelnen Arme schnappen und einfach dann reinlegen. Und dazu werden wir jetzt einfach mal alles schön am Stückchen auseinandernehmen. Wir haben noch knapp 4 Minuten. 4 Minuten 15 haben wir exakt noch. Und jetzt gehen wir schnell in den Cookie Club. Wir haben jetzt noch eine Leiche zerstückelt. Wir haben da... Nein! Nein, 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 nein! Was tust du? Scheiße, falscher Knopf. So, eins. So, schnell aufheben. Zack. Zwei. Und wir brauchen dann noch... Genau, die dritte und die vierte. Alles klar. Ich hoffe ja jetzt, es kommt niemand hier hinten reingerannt. Eine ist abhanden gekommen. Ich weiß gar nicht, was die macht. Informiert die auch die Lehrer, dass die uns dann suchen müssen? Oder können wir jetzt einfach hier froh und munter drauf losschnetzeln und müssen einfach diese 5 Minuten abwarten? Ich bin ja in der Hoffnung, dass wenn wir uns den Dämon dann angeeignet haben, zumindest seine Kräfte, dass die Polizei uns nichts mehr anhaben kann. Oder wahrscheinlich wird es dann auch natürlich kein Spielende geben. So, wir haben jetzt eigentlich... Genug Arme, wenn wir sie aufheben können. So, Map up Blood. Ne, ich glaube, wir haben jetzt schon hier so viele... So, wir brauchen jetzt die, das Bein, 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 Arm. Okay, alles klar, ein Arm. So, das ist ja fast schon wie so ein Marathonlauf hier. Zack, zack, zack. So, haut ab. Ich hoffe, dass die jetzt nichts machen hier. Zack, ein Arm. Nein, sie verfolgen mich. Ach, damn it. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass sie mich jetzt ununterbrochen verfolgen. Okay, dann müssen wir einfach schneller sein als die Leute. Und ein Arm. Nein, es hat nicht funktioniert. Verdammt. Nein, hört auf. Oh, dammit. So, wir brauchen einen Arm. Wir brauchen einen Arm. Ja, okay, alles klar. Ich habe einen Arm. Könnt ihr mal aufhören? Hallo, geht mal weg. So, wir haben noch 2,5 Minuten. Wie soll ich das denn bitte schön jetzt hinbekommen? Mit den Typen hier auch vor allem die ganze Zeit. So, 2 Arme. Wir müssen nämlich jetzt die 10 Arme. Geh doch mal weg. Niemand will dich. So, 3 Arme. Boah, wir haben ja zum Glück immer diese kleine Zeitspanne anscheinend. Was müssen wir denn machen? Müssen wir warten, bis die hier aus dem Raum rausgegangen sind? Und dann erst können wir uns die Arme nehmen und da reinlegen? Was ist das denn Bescheuertes? Okay, dann werden wir auf jeden Fall nochmal... Zack, so. Okay, genau. Ich war vorhin bei dem Matchmaking. Das Matchmaking hatte ich vor zu machen. 1, 2, 3, 4. Wenn ich mein Schnittprogramm habe, um dann eben die Zeiten so ein bisschen abzukürzen, weil die mir momentan noch ein bisschen zu lang sind, wenn ich das ganze Matchmaking abwarten muss. So, Arm, Arm, Arm. Head, nein, ah, den Kopf will ich nicht. So, wieder wegschmeißen. Den Torso will ich eigentlich auch nicht. Jetzt müssen wir hier noch aus... Wir haben noch 2 Minuten. Sag mal, willst du mir... 3. Haben wir ihn? Nein, wir haben ihn nicht. Zack, okay, wir haben den 5. Arm. Oh mein Gott, wir haben den 5. Arm und haben immer nur noch 2 Minuten. Was ist eigentlich mit dem Typ hier die ganze Zeit los? Der gammelt hier auf dem Flur die ganze Zeit so rum. Der 5. Arm. Okay, der 5. Arm. So. Dispose of Corp? Okay, wir haben den Körper schon... Wir haben den Körper einfach nur 1 Meter weiter nach vorne gelegt, falls... So, ah, super, wir haben schon den nächsten Arm. Das heißt, wir sind jetzt bei 6 Armen. Und wenn ich das Videoschnittprogramm habe, habe ich eben einige Möglichkeiten mehr, die Folgen nicht ins Unendliche zu ziehen. Und gerade dieses Matchmaking erfordert, laufen, erfahren, was die Personen mögen, etc. Was für euch wahrscheinlich absolut uninteressant ist, weil ihr die ganzen Sachen schon kennt. Ich weiß zum Glück noch nicht... was für Sachen ich da angucken muss. Ich habe nur rausgefunden im Vornherein, dass ich mir für Kokona eine Katze angucken muss, weil die auf ihrem Plan an Liebhabereien steht. Und danach habe ich aufgehört, weil ich mir das Ganze eben nicht spoilern lassen möchte. Ich möchte bei diesem Spiel, soweit es geht, trotzdem noch ein bisschen was selber erfahren. So, noch ein Arm. Nein! Ihr wollt mich verarschen! Ihr wollt mich doch verarschen! Dann würde ich sagen, dieses Mal wurden wir arrested. Sie haben uns geschnappt. Wir konnten uns leider nicht mehr wehren. Wir wurden ja auch ununterbrochen verfolgt. Die nächste Folge würde ich sagen, machen wir einfach so. Ich fange erst ab dem Zeitpunkt ab, wo wir die Arme
in unserem Besitz bereits befinden und wir vielleicht noch nicht aufgefallen sind, indem wir vielleicht versucht haben oder es geschafft haben, jeden wirklich abzumurksen, ohne dass irgendeiner Alarm schlägt und sauber gemacht haben. Also nächste Runde seht ihr dann, wie wir mit den Armen in dem Raum stehen und was dann passieren wird. Ich hoffe, ihr werdet nächstes Mal auch wieder einschalten. Lasst mir einen Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.